Willst du mich auch nur für Körperteile? Okay, sag mir nur für welche. Warum nimmst du nicht diesen dummen Muskel, der dein Blut durch meine Adern pumpt? Gedichte schreiben ist wie Schmerztabletten nehmen. Instant Relief. Ich bin doch der Selbstbedienungsladen, den man ohne zu bezahlen verlassen kann. Es überrascht mich, wenn sie Danke sagen. Du musst aber auch zugeben, es ist schwer, mit Männern auszukommen. Wir tragen Kostüme. Brauchen wir die Köpfe auch? Werden wir noch andere Körperteile los? Was ist der Sinn von Liebe, wenn man ohne sie leben kann? Ich habe die Liebe meines Lebens der Angst verkauft. Ein faustischer Vertrag, ein Roman für meine Seele. Und genau den hat Charlene Anders geschrieben. Einen Roman über eine Liebe im Sommer 2005 an der Heinrich-Heine-Universität. Kopf offen. Die Geschichte ist über eine Studierende an der Heinrich-Heine-Universität. Sie studiert allerdings den fiktiven Studiengang Mythologie. Und ganz einfach gesagt, sie verliebt sich in einen Kommilitonen und steigert sich da ziemlich rein. Was aber noch dahinter steht, ist, dass sie nichts lieber tun möchte, als einen Roman zu schreiben und ganz platt gesagt nicht weiß, über was. Und dann trifft sie eben diesen Kommilitonen und benutzt dann eben quasi diese Energien und die Treffen, die sie mit ihm hat, um den Roman zu beginnen und dann eben halt auch fertig zu schreiben. Ein Kommilitone als Muse, die Heine-Uni als Kulisse. Dass die Geschichte von Kopf offen sich hauptsächlich auf dem Heine-Campus abspielt, liegt auch daran, dass die Autorin hier studiert hat. Ich kann nur über das schreiben, was ich tatsächlich auch kenne, deswegen lag es einfach halt auf der Hand, dass ich Jasmin auch hier studieren lasse. Ich habe auch diese ganzen örtlichen Begebenheiten, also die Hörsäle heißen dann auch wirklich 3H und 3D und so weiter und so fort. Also das habe ich alles gelassen, um es mir halt nicht noch schwerer zu machen. Aber ansonsten ist die Geschichte schon eher fiktiv. Kopf offen, ein lesenswertes Debüt für mindestens alle Studierenden der Heine-Uni. Oder anders, für alle, die beim Schmökern gern den vertrauten Campus wiedererkennen.